Champions League Spieltag Nummer 6. Die Wasserfreunde Spandau 04 gegen Galatasaray Istanbul. Wasserball der Extraklasse. Eine volle Bude und mitreißende Stimmung. War schön, vor so einem vollen Haus zu spielen. Galatasaray-Fans waren super, haben schön Stimmung gemacht. Unsere Fans haben auch schön Stimmung gemacht. Das ist sonst selten bei den Champions-League-Spielen. Normalerweise haben wir mehr so ein Opernpublikum, aber heute war es wirklich schön. Vor dem Spiel wurde viel gesagt, geschrieben und gefürchtet. Gibt es ähnliche Szenen wie eine Woche zuvor in der O2 World? Gehen hier die Emotionen auch zu weit? Vorneweg, es war laut, es war leidenschaftlich und es war Liebe zum Verein. Es waren unter anderem die Fans von Galatasaray Istanbul, aber damit von dieser Seite genug und zu den wirklich wichtigen Szenen des Abends. Die spielten sich vor allem im Becken ab. Die Wasserfreunde bis auf Nationalspieler Tobias Preuß heute in Bestbesetzung und damit lief es am Anfang wie geschmiert. Spandau gleich mal mit der Führung vor Champions League reifer Kulisse. Martin Vermeera mit dem 1:0 nach gerade einmal gespielten 26 Sekunden. Der Slowake mit gewohnter Härte zur Führung und Christian Schlanstedt gleich mit dem zweiten Treffer. Hinterher, das saß erstmal. Schöner Pass von Restovic und super abgeschlossen. Beide Teams haben die Chance auf das Weiterkommen bereits verspielt. Unwichtig war diese Partie aber nicht. Vor allem finanziell ging es um den einen oder anderen Cent mehr, der beim vierten Gruppenplatz ausgeschüttet wird. Galatasaray ja nicht unbedingt mit Geld sorgen, legte trotzdem mal eine bärenstarke Performance hin. Besonders die teuer erworbenen Spieler aus Osteuropa trafen unter anderem Paskovic mit dem 3 und Klajewicz mit dem 4:2 aus Gästesicht. Heute sah man im weiten Rund nicht nur jede Menge türkische Fans, sondern auch die eine oder andere junge Dame, die gierig zum Becken schaute. Das kam nicht von ungefähr. Die Jungs von Peter Kovacevic starteten die bekannte aufsehenerregende Aktion, bei der sie halbnackt in der Berliner S-Bahn Freikarten für dieses Spiel verteilen. Ich habe auch von den ganzen Ausländern, die bei uns spielen, erfahren, dass wir auch da überall also wirklich Wellen geschlagen haben mit der Aktion und wir haben sogar Anrufe aus den USA bekommen und allem drum und dran, als wirklich die gesamte Wasserballwelt auf der Welt davon erfahren hat und auf jeden Fall gab es sehr viel positives Feedback. Also ich finde uns grundsätzlich durchtrainiert und sexy, gut mich jetzt nicht mehr, aber ich bin auch nicht mehr dabei. Also hingeschaut Mädels, denn die Jungs sehen nicht nur gut aus, sondern sie können auch richtig gut spielen und dieses Tief, das hatten sie dann überwunden, relativ schnell. Besonders Marin Restovic, nicht nur bekannt für seine gute Statur, sondern berühmt-berüchtigt für seine Abschlussstärke. Gleich 3 Buden haute er Miloš Kepanović in die Maschen. Damit stand es 5:4 zur Halbzeit. Galas Trainer Sako Petrovic stinke sauer. Durchgang 2 war dann erstmal wieder kein sonderlicher Hingucker für die Mädels, die mit den Spandauer Prachtburschen zitterten. Die Truppe vom Bosporus mit Mehrzug zum Tor, wieder mal der Serbe Filip Klajewicz bereits zum 7:6 aus Gästesicht. Und die Damen, die lernten jetzt mal Wasserball von seiner schönsten und spannendsten Seite kennen. Erst ein super Solo von Marin Restovic und der sieht wenig später Peter Markovic. Völlig unbeachtet von der türkischen Defense, also Pass und Abschluss. 8:7 für Spandau. Weil es so schön war, gleich noch einen hinterher. Moritz Oehler nicht nur schnucklig, sondern genauso treffsicher. 9:7, ja genau, Kuckuck, hallo, hallo. Wir haben es genau gesehen. Und zum Ende nochmal Aufregung über den Schiri, der nicht ganz auf der Höhe war, vorsichtig ausgedrückt. 5 Meter für Istanbul und nur noch 9:8 für die Gastgeber. Die ließen sich aber nicht beeindrucken und schoben gleich einen Zähler, einen Treffer hinterher. Am Ende gewannen die Spandauer mit 10:9 und machten in allen Belangen eine wirklich gute Figur. Ja, es ist auf jeden Fall mal Werbung für den Sport, wenn man zu Hause spielt und wenn man vor so vielen Zuschauern spielt. Und jedes Champions-League-Spiel ist ungefähr 10-mal so viel wert wie ein Bundesligaspiel. Es ist auf hohem Niveau Wasserball und das ist das, warum wir trainieren und das ist das, warum wir Wasserball spielen. Also fassen wir mal zusammen. Jede Menge weibliche Fans, klasse Stimmung und ein Sieg für die Wasserfreunde Spandau 04. Unterm Strich, klasse Werbung für den Sport. Also Mädels, sagt es weiter, kommt vorbei oder klickt doch bei uns rein. Fleißig bei hauptstadtsport.tv. Da seht ihr noch mehr von den Jungs.